Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu FIFA 21 Ultimate Team. Jawohl, wir spielen heute gegen Sam Kerr, die Nationalspielerin der australischen Frauennationalmannschaft. 94 gesamt hat sie. Die Mannschaft ist abartig. Die kann uns richtig zerlegen heute. Auch mit den Spielern auf der Bank, also die wird Leute einwechseln. Wir werden einfach nur sagen so, jo, alles klar. Chill mal deine Basis, ne? Genau, das ist das erste Spiel unserer Mannschaft. Ich würde sagen, fackeln wir nicht lange rum. Auf geht's. Schauen wir mal, ob wir eine Chance haben gegen die. Ja, gelb. Gelb-grün gegen weiß. Sollte eigentlich passen von den Farben her, meiner Meinung nach. Aber, ja. So, wir spielen in London beim FC Chelsea an der Stamford Bridge. Würde ich sagen, auf geht's. Aubameyang, De Bruyne und Co. KG. Ich habe gerade überlegt, ob ich von Anfang an nicht defensiver spielen soll. Dass wir nicht so weit rausrutschen praktisch. De Bruyne, da sage ich es gerade noch. Was macht De Bruyne? Jo, ich bin raus. So, Pogba. Da haben wir Ricardo Pereira. De Bruyne. Oh, wieso nicht? Nur die. Jetzt sind jetzt immer ein paar Leute dann bei Eckball. Hoppala. Muss er schon mal richtig greifen. Mo Salah. Und der geht dann da vorbei. Der Ägypter. Kam. Für 92.000 Coins. Eigentlich relativ billig. Kein Handspiel, das wundert mich. Gündogan. Sadio Mané. Ich habe lange überlegt, welche Nummer er kriegt. Und habe ich aber gesehen, dass er tatsächlich bei Southampton zuvor die 19 hatte, dachte mir so, jo. Du bist jetzt Marcus Rashford, das ist praktisch die 19. Salah kommt auch mal reingeflogen. Und doch, der ist weg. Also, die Gegner bisher eher am Klären als am Angreifen. Toi, 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 dass es so bleibt. Dass er vielleicht erstmal angreift, wenn wir ein bisschen in Führung liegen. Oh, De Bruyne lässt sich dann den Ball abknöpfen. Bisschen zu leicht. Und unsere Hinteren schauen erstmal zu Ronaldo. Van Dijk. Ronaldo auf Ronaldo. Der Spanier macht er gut. Und naja, trotzdem Eckball. Schade. Wie gesagt, bin da schon ein bisschen, was das angeht, ein bisschen hibbelig auf dieses Spiel. Mo Salah gibt gleich die nächste Ecke. Ronaldo köpft ihn da nieder. Derjenige, der die Ecken nimmt, ist übrigens der alte Ronaldo. Ronaldo Nazario. Genau, so. Abschluss. Reece James sollte das gewesen sein. Der den Ball dann nicht nutzen kann. Vidic. Gündogan. Ball auf De Bruyne. Aubameyang ist verletzt. Oh Hammer. Oh Hammer. Sehe ich das gern. Sehe ich das gerne. De Bruyne. Oh, Reece James. Boah. Junge, Junge, Junge. Oh, kriegt er gerade noch den Schlappen hoch. Jo. Ich weiß nicht, was Aubameyang hat. Müssen wir mal nachschauen. Nachher der Van Dijk. Oh. Wenn wir so eine Chance kriegen, müssen wir sie eigentlich nutzen. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig, dass wir sie nutzen. Gündogan. Pogba. Ricardo Pereira. Mo Salah. De Bruyne. Nein! Oh. Unabgestimmt mit Vidic. Der ein bisschen, weiß gar nicht, warum der davor gerutscht ist. Das taugt mir so gar nicht, dass der Serbe davor rutscht. Das ist jemand, den wir hinten brauchen. Unbedingt auf Teufel komm raus. Genau aufgrund von sowas. Und dann fehlt der Serbe hinten. Ja, es geht auf dein Konto, Nemanja. Es geht auf dein Konto, Nemanja. Das ist deine Position von Dijk. Muss hinten alleine aushelfen. Wird ausgespielt von Ronaldo. Und dann ist kein zweiter Mann mehr da. Das ist genau das, wo ich immer sage, genau aus diesem Grund habe ich zwei Innenverteidiger und nicht einen. Wenn dann einer seiner Aufgabe nicht nachkommt, ist das nicht gut. Oh Mann, nee. Das ist aber auch eine grauenhafte Ballannahme. James Beckham.
Boah, schöner Ball in Lauf. Kommt auch noch an. Der Horror für uns alle. Morino macht es gut. Steht richtig. Aubameyang wieder auf die Schulter. Muss uns aber auch mal sagen, er ist jetzt... interessant, dass das ein Foul ist und das andere nicht. Wo wir wieder beim Thema wären. Was ist ein Foul und was ist kein Foul? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, dass er da jetzt keinen Foul gibt. Und dem anderen aber sofort abpfeift. Oh, Pereira. Pereira nochmal auf Mo Salah. Jawohl, diesmal kommt er an. Mo Salah gegen Ramos. Mo Salah gegen Ramos. Mo Salah, Mo Salah, Aubameyang 1-1. Jawohl. Klassisch gekontert. Aber schön. Aber richtig schön. Steckt den Ball in die Mitte. Aubameyang im Fallen weiß, dass er nur noch reinschieben muss. Und macht ihn zum Glück auch. Verletzung anscheinend wieder weg. Hat der Torjubel weggezaubert. Die Schmerzen. Beckham. Vidic. Genau das will ich sehen von unserem Serben da hinten. Das ist genau das, was er tun muss, wenn jemand wie Ronaldo auf ihn zukommt. Oh, das ist die falsche Person. Aubameyang wäre das Ziel gewesen. War da Ramos im Rücken ein bisschen entlaufen. Kylian Mbappé gegen Ricardo Pereira. Da kommt jetzt Mo Salah mit dazu. Bruno Fernandes gegen Gündogan. De Bruyne übernimmt Gündogans Position. Ja, wieso nicht? Einfach mal weg, jawohl. Pogba. Schönes Aufbauspiel. Starker Pass von Pereira. Wieder auf Mo Salah. Mo Salah. Mo Salah macht den Robben und das ist Handspiel. Und es gibt ein Handspiel. Ramos. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss es geben, weil das war die Hand, die war so deutlich ausgestreckt im Strafraum. Also wenn er den nicht gegeben hätte, hätte ich mich gefragt, was Sache ist. War sogar doppelt. Und von Silva an Ramos kann das sein. Pogba, der Elfmeterschütze. Warum schießt Pogba? Sicher, ich habe den rausgetan. Fernandes. Und er verschießt. Und er verschießt. Oh mein Gott. Und da gibt es nicht mal eine Ecke. Da gibt es nicht mal eine Ecke, sondern es gibt einen Wurf für den Gegner da hinten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist das Schlimmste, was hätte jetzt noch passieren können. Halleluja. Oh, Van Dijk. Das ist der falsche Spieler. Ich wollte gerade sagen, Van Dijk, den brauche ich da vorne. Ronaldo Nazario kommt hin. Ja, Van Dijk. Bist du irre. Du bist ein guter Holländer. Vidic, Pogba, Gündogan. Durch die Reihen. Genau in der Mitte durchgecuttet. Richtig gutes Passspiel. Pogba. Gündogan! Nein! Oh. Ach du Scheiße, war der Elfmeter knapp. Ja, das ist natürlich eine gute Einstellung. VAR on Fleek, Alter. VAR on Fleek, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Dass der hier genauso schlecht ist, das gibt's ja gar nicht. Van Dijk. Oh, Aubameyang verpasst. Das wäre die Chance gewesen. Da hinten praktisch im Vorbeilaufen einfach mal zack, einen Hammer rauszuholen. 1-1 nach 45 Minuten. Wir schlagen uns gut. Es hätte wesentlich schlimmer ausschauen können. Also wir haben da hinten ein paar Mal richtig gut aufgeräumt. Muss man einfach so sagen. Aubameyang hat da hinten alles richtig gemacht. Oh, vorne hatten wir unsere Chancen mit De Bruyne und Co. 7-2 Torschüsse, das muss man mal sagen. Hallo, 7-2 Torschüsse. Den Bräune. Raus auf Mané.
Sadio Mané. Bisher vor allem bei Kontern ganz, ganz wichtig gewesen für unsere Mannschaft. Jawohl. Jawohl. Aubameyang, der fackelt nicht lang. 2-1. 48. Spielminute. Der fackelt da überhaupt nicht lang. Kriegt den Ball von Salah serviert. Schön in den Lauf. Und denkt sich, okay, links ist Platz, rechts ist Platz. Dann hau mal drauf. Und dann sitzt das Ding auch. Richtig schöner Pass von Mo Salah. Schön gesehen. Ja, wundervoll. Direkt abgeschlossen mit links. 2-1. Und jetzt haben wir natürlich einen Vorteil. Zumindest kurzfristig. Nachdem wir jetzt mal hinten waren, sind wir jetzt mal vorne. Heißt natürlich nichts. Im Endeffekt kann das Ganze in ein paar Sekunden wieder vorbei sein, wenn der Gegner trifft. Das wissen wir natürlich auch. Oh. Ja. Das wissen wir auch. Wir wissen aber... Oh, oh. Boah. Kommt der da gerade noch hin? Mondi. Sadio Mane, De Bruyne, Gündogan, Aubameyang. Selbes Aufbauspiel, wieder über die Außen. Kein Durchkommen diesmal, Gündogan, Mane, De Bruyne schickt Gündogan. Boah, das waren mir dann ein, zwei Leute zu viel. Pogba, Pereira. Pereira, oh, geklärt. Schade, kam da direkt zum Schuss. Oh, Vidic. Da ist unsere Verteidigung ein bisschen zu weit aufgerückt gewesen. Gut geklärt hinten. Vor allem das eigentlich, obwohl ich eigentlich gesagt habe, sie sollen defensiv spielen, gell? Ja, okay, ist immer noch eingestellt. Ja, das ist das Blöde, wenn du dann anfängst, dass du vorne trotz relativ defensiver Einstellungen vorm gegnerischen Tor hier mehr oder weniger Handball spielst, ist es natürlich immer ein bisschen schlecht. Ramos. Schaut, dass er den Ball nach vorne kriegt. De Bruyne. Es ist immer wieder dieselbe Anschlussung. Es ist immer wieder De Bruyne, Ronaldo und dann versuchen über die Außen zu kommen. Bruno Fernandes, De Bruyne. Bloß kein Foul machen. Bloß kein Foul machen. Jawohl. Uiuiui, Joe Hart. Oh, Gündogan. Ja, Ronaldo schleicht sich da rotzfrech von hinten an. Beckham, Ronaldo. Fernandes, jawohl. Jawohl. De Bruyne. Macht er gut. Macht er gut, wie er da Mondi rauszieht. Salah. Und der wartet ab. Wartet auf Pereira. Pereira. Salah. Salah in den Rücken. De Bruyne. Nein, an dem Pfosten. Boah, Kevin. Mané. Draußen gegen Reece James. Mané. Pogba. Nein, das ist, ja, war gut gemeint, aber schlecht ausgeführt. Was sollte eigentlich für Pereira gewesen sein, der Pass? Ah. 71. Minute, muss irgendjemand von uns raus? Oh, alle fit. Alle fit. Das wundert mich eigentlich. Das wundert mich eigentlich. De Bruyne. Gündogan. Mané. Reguilon. Reguilon. Mané. Gündogan. Gündogan. Wieso nicht einfach mal probieren, Eckball? Ecke Richtung Van Dijk. Van Dijk und die nächste Ecke. Diesmal mehr Richtung Sané. Ja, der kommt auch nicht hin. Oh, Benzema. Eklig. Bruno Fernandes. Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Gündogan. Pogba. Reguilon. Mané. 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 De Bruyne. Ja. Der letzte Funken fehlt da vorne.
fürs Feuer. Oh. Ja, kommt hin und fälscht dann positiv für den Gegner ab. Das ist immer scheiße. Joe Hart, boah. 82. Minute, jetzt bloß kein Tor mehr kassieren, Alter. Wir führen 2-1 gegen diese... jetzt bringt sie Salah, Alter. Wir führen 2-1 gegen dieses Bombenteam. Und es gibt 11 Meter. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Können wir uns die Szene bitte nochmal anschauen? Na. Und das ist die spielentscheidende Szene. Also, wir haben hier. Ich muss es jetzt einfach so machen. Es geht nicht anders. Wir haben hier eine ganz bescheuerte Situation. Denn wenn wir uns Reece James genau anschauen, seht ihr, dass hier was Grundlegendes falsch läuft. Und zwar einerseits, ja, Aubameyang kommt an die Hand. Ball kommt an die Hand. Ist ja, aber, so, links zieht Reece James Gündogan nach hinten die Schulter. Man sieht, wie die Schulter nach hinten geht. Und rechts stützte sich definitiv auf Aubameyang auf und hat den Ellbogen im Gesicht. Ja. Ich weiß nicht, was jetzt hier eher das Foul ist. Es ist eine dumme Handbewegung, dass Aubameyang so hingeht. Aber ich weiß nicht, ob das von Reece James nicht auch ein Foul ist. Ausgerechnet gegen Cristiano Ronaldo. Ronaldo gegen Joe Hart. Und der trifft. Boah. Eiskalt geschossen. 83. Minute 2-2. Boah, ist das ärgerlich. So ein Elfmeter. Ist das ärgerlich. Es gibt vieles Ärgerliches, aber das ist schon die Krönung der Krönung. Van Dijk, Vidic, Pereira, Mo Salah, De Bruyne, Pogba, Gündogan. Oh, und dann rollt der Ball rum und Mané reagiert nicht. Der muss reagieren. Schön gespielt, schöner Doppelpass, schön reingelegt, verpasst. Oh! Boah! Also alles, was Joe Hart jetzt die letzten Wochen falsch gemacht hat, das hätte wieder einen Elfmeter geben können gegen Pereira da draußen. Aber diese Parade von Hart, die ist gegen die Laufrichtung. Der Ball ist gegen, auch wenn er in die Mitte vom Tor ist. Boah. Brutale Parade von Joe Hart. Brutale Parade. Oh, Cristiano. Cristiano, was war das denn? Oh, De Bruyne fängt den Ball ab. Schwacher Pass von uns, von unserem De Bruyne. So, 1,40. Jetzt kann er abpfeifen. Das ist ein Witz. Hallo, pfeif ab, Junge. Wir haben 2,20. Warum pfeift er nicht ab? Ist es schon wieder so? Joe Harper. 3 Minuten 11. Hallo.
Pfeif ab, Junge! Pfeif ab! Pfeif doch ab! 4 Minuten! Doppelte Nachspielzeit! Doppelte Nachspielzeit! Das ist ein Witz! Das ist ein Witz, sorry. Das ist ein Witz. Lass ihn noch 10 Ecken machen, bis einer drin ist. So, und jetzt muss ich sagen, wenn das andere vorhin ein Foul war, Alter, dann ist das gefährliches Spiel. Also wenn das andere vorhin ein Foul war, dann ist das gefährliches Spiel, was Reece James da macht. Dann ist das, was Reece James vorm Torhüter im Fünfer mit gestreckten Beinen auf Kopfhöhe. Und jetzt pfeift er ab. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht, Leute. Definitiv nicht. Das gibt eine Sonderfolge. Weil das ist absolut nicht fair. Wir haben 2 Minuten Nachspielzeit und bei 4:12 treffen sie. Und es ist das dritte oder vierte Mal in Folge. Wenn wir einen Konter machen, wird sofort abgepfiffen. Sofort. Nein, absolut nicht. Das gibt eine Sonderfolge. Also, nochmal. Wir waren so gut in diesem Spiel. Auf geht's. Absolut nicht verdient gewonnen vorhin. Wenn sie es jetzt verdient gewinnt, okay. Aber 3-2 bei normal 92 Minuten Spielzeit mit Nachspielzeit hinten drauf gerechnet und sie machen das Tor in der 95. eigentlich. Eigentlich in der 95. muss ich echt sagen, irgendwann ist genug, weil wenn wir ein Tor schießen so spät, dann wird es uns kurz davor abgepfiffen und zählt dann nicht. Jawohl, Aubameyang 1-0. 5. Minute, gleich mal straight loslegen, ganz, ganz wichtig. Erstmal gar nicht aufkommen lassen hier. Mit Mané Ronaldo erstmal bearbeiten. Ne, Ronaldo ist ja technisch halt wesentlich besser offensiv unterwegs als Mané defensiv. Schön weggestupst von Dijk. Beziehungsweise war gar nicht von Dijk, der den Ball da hinten rausstupst. Glaube ich. War es von Dijk? Pogba. De Bruyne. Mané. Aubameyang. Oh. Ich war mir nicht sicher, ob da nicht Ramos nochmal rankommt an uns. Aber es ist guter Druck, den wir offensiv haben. Halleluja. Jawohl. Stark gemacht von Pereira. Gefällt mir defensiv richtig gut. Also Wan-Bissaka war schon stark. Aber ich muss sagen, Pereira ist nochmal... Also der 89er Pereira ist nochmal eine andere Klasse. Oh, kriegt den Ball sogar nochmal zurück von Silva.
Aubameyang fliegt unter dem Ball durch. Mir eh gleich mal die Musik einstellen. Sergio Ramos. Sergio Ramos, weg damit. Gündogan. Gelb. Ist okay, ist okay. Gelbe Karte ist okay in dem Punkt. Man sollte jetzt aufpassen, weil er schon gelb hat. Geht den Ball auch nur fünfmal zurück. Ja. Da muss ich schon wieder, das ist wieder diese Szene, wo ich einfach sagen muss, da zweifle ich es halt schon wieder an. Beckham kriegt den Ball, so Vidic, perfekt. In den Mann, holt den Ball und Beckham behält ihn einfach. Ohne irgendwie nur zu zucken, als er getackelt wird. Wo unsere schon wieder 3 Meter weggehen, weil sie sagen, wo ist der Ball? Bleibt halt einfach stehen, der Beckham. Das hat nicht mal unser Beckham gemacht. Unser Beckham ist auch direkt weggegangen. So, wurde getackelt, Hilfe. Oh, ich sag, ich spiel nach hinten. Ja, jetzt geht das los. Achtung. Da, schau mal, wo der Ball hingeht. Schau mal. Sorry, ist eine andere Richtung als da, wo du hinspielst, direkt zum Gegner. Ja, und wieder passiert ein Tor draus. Das ist ein Scherz, tut mir leid. Das ist ein Scherz. Da wird mir ein Fehlpass gemacht von der KI und daraus resultiert ein Tor. Nice. Oh, komm, was ist denn jetzt los? Die einfachsten Ballabnahmen schaffen sie nicht. Gerade. Aber wir haben noch nicht verloren. Es ist noch nicht vorbei. Oh, okay, jetzt stellen sie sich hinten so dicht rein, Alter. Da kommt ja nicht mehr eine Mauer. Eine Mauer ist ein schöner Begriff dagegen. Aubameyang, jawohl. Anschlusstreffer. Hol den Ball, Junge. Auf zu feiern. 30. Minute, 2:3. Spiel ist hier noch nicht vorbei, noch gar nicht. Wie gesagt, wichtig. Ja, es ist halt blöd, dass Gündogan jetzt gelb hat, klar. Pogba. Jawoll. Ja, und wieder. Gündogan startet durch und er will den Spieler anlüpfen, der Meter neben ihm steht. Boah. Abseits. Was? Was? Starker Ball. Mané. Ja! Jo, 3:3. So, jetzt müssen wir uns trotzdem nochmal anschauen, vorhin. Das war 100%ig abseits. Ach! Jetzt hör mir auf. Da, Gündogan kommt nicht mehr an den Ball. Nee. Und das ist kein Abseits.
Jo, dann brauchen wir auch keinen Ref mehr, oder? Alter! Selbst hier steht Ronaldo noch 2 Meter im Abseits. Junge! Es wäre was anderes gewesen, wenn Gündogan den Ball nochmal berührt hätte oder der Ball von mir gekommen wäre. Aber er kam von De Bruyne. Das war praktisch ein Pass, den er da nicht wertet. Und das kann es wirklich nicht sein. Sadio Mané. Boah. Das ist eine Großchance. Das ist eine Großchance, die wir da vergeben. Sechsundvierzig. Drei Minuten 09. Drei Minuten 50. Vier Minuten. Eine Minute angezeigt. Vier lassen wir spielen. Da fällt mir nichts mehr ein, sorry. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Tut mir leid. Gerade überlegt, ob ich nicht vielleicht Ding einwechseln sollte. Oh. Salah, Salah, Salah. Das wäre so ein toller Schuss gewesen. Und dann kommt dann letzte Sekunde noch irgendein Haxen dazwischen. Das gibt's ja gar nicht. Jawohl, von Tendl, den man die. Ferland, wenn die ist das, glaube ich. Benjamin spielt ja bei City. Regulon. Mane. Gündogan. Schuss. Oh. Mane macht den Robben. Nicht gut genug. Draußen. Pereira, Beckham, 4-3. Ronaldo. Ja, dieses scheiß Rumgetrickser da draußen. Wo du ums Verrecken nicht hinkommst. Mein Gott, du drehst dich schon 5 Minuten eher um und Aubameyang so 2 Minuten später. Ja, jetzt kann ich mich umdrehen. Ja, Alt, komm, hör mir auf. Also, was ist denn das für ein, was ist das für ein KI-Verhalten? Schau das mal an. Der Linksverteidiger. The fuck, was soll denn der Bullshit? Mein Tricksen ist ja schön und gut, aber in der Masse ist es zu viel. Was soll
soll denn der Müll jetzt? Also pass auf, als erstes mal diese Ballannahme von Gündogan, wo nicht mal irgendjemand hinkommt. Beckham kommt nicht mal hin. Ja, der Ball ist plötzlich weg. Trifft er nicht mehr. Und dann dieses Ding von Vidic. Da kommt das Tackling dann auch 10 Minuten später, als ich das Tackling ausgeführt habe, weißt du? Ist auch schon Ronaldo verletzt. Mbappé kommt raus. Das Ding muss ein bisschen aufmachen hinten. Mani. Ja, ist der falsche Pass. Ist der falsche Pass. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ball kommt da zum Spieler, wo der Ball gar nicht hin soll. Das ist Bullshit. Ja, ach komm. Ich spiele den Ball raus auf Reguilon und der geht auf Mané. Ja, was soll denn der Witz? Vidic. Das ist eine klare rote Karte. Das ist letzter Mann. Kein Elfmeter. Ja, wir kriegen für sowas keinen Elfmeter. Gegner schon. Das ist hier mit dem hinteren Bein. Ja, trifft zuerst uns und dann den Ball. Es ist ein Elfmeter, auch wenn es minimal ist. Er kann es nicht laufen lassen. Der Schiri kann es nicht laufen lassen. Geht nicht. Nächste Szene. Der trifft den Ball nicht mal. Verfickte Scheiße. Da! Trifft nur den Mann. Trifft nur den Mann. Nix. Ich hab Joe Hart nicht rausgeholt. Alter. Was soll die Scheiße jetzt da hinten? Ja, Aubameyang und De Bruyne. Gut. Ja, legten sich wieder. Das ist jetzt echt ein Scherz. Im ersten Spiel machen sie alles so perfekt und jetzt da so ein Müll. So einen Müll. Keine Ahnung, warum man den so annimmt. So, jo, nehmen wir 5 Meter nach vorn mit. Eieiei. Son von herein. Defensiv Kanté für Gündogan. Ich brauche hinten Absicherung. Oh, perfektes Tackling, kommst aber nicht hin. Ja, das ist genau das, was ich will. Klar. Drückst Kreis vom Tackling und der Ball fliegt ans andere Ende. Geil. Hör auf. Erinnert euch in Gündogan an die Szene von vorhin gerade. Und jetzt da achtet mal bei Ronaldo drauf. So. Er verliert den Ball, weiß nicht mehr, wo ist, und alle von mir gehen weg. Oh, genau. Ich wackel 5-mal mit dem Bein und er bleibt einfach stehen. Bei mir, kein Problem. Meine hebt im letzten Moment, wenn der Ball dann kommt, hebt das Bein. Ja, leck mich am Arsch. Das ist so unfair. Es ist einfach so unfair. Vorhin gewinnt die Mannschaft wirklich absolut unverdient. Wirklich unverdient.
in der 95. Minute bei 92 Minuten Nachspiel, also bei 2 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt das sowas, weißt du? Dass auf einmal die Mannschaft gar nicht so an. Jeder Pass kommt an. Ich kann hingehen, wo ich will. Die haben mich in 2 Pässen, stehen meine Spieler irgendwo. Das kann's nicht sein. Das kann's einfach nicht sein. Also wenn das so schlimm ist, dann müssen wir schauen, dass wir in Zukunft das wieder auf Weltklasse spielen. Weil das kann's ja nicht sein. Schau dir das an. Schau dir das an. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Das ist hochgradig lächerlich, was jetzt passiert. Das ist hochgradig lächerlich. Das ist wirklich hochgradig lächerlich. Vorhin hast du ein Spiel, wo du, okay, einen ärgerlichen Elfmeter kriegst und jetzt kommt kein Pass mehr an. Ach komm, hör mir auf. Vorhin hast du ein Spiel, was eng ist, was interessant ist und dann wird's dem Gegner wieder gewonnen. Und dann sowas. Sorry, es ist einfach nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Wenn wir vor das Tor kommen, zack, abgepfiffen. Ist der Gegner bei der Ecke? Ach, 93 Minute, 2 Minuten haben wir nachspielen lassen. Puh. Ach ja, komm, mach noch 2 Ecken. Ah, nee, waren wir noch nicht drin, mach die dritte. Oh, die vierte ist drin, geil. Was haben wir in Nachspielzeit? Oh, 97. Minute. Ja gut, ist ärgerlich, aber passiert. Hä, das kann's doch nicht sein, Leute. Das ist beim realen Fußball schon schlimm. Da muss man es doch nicht jetzt da im virtuellen auch noch so machen. Ah, gut zu wissen. Gut zu wissen. Geht es echt? Ja. Ja? Ja, gut. Alle guten Dinge sind 3. Dann machen wir heute eine super Überfolge. Wie gesagt, es ist eine Sache, wenn man fair verliert, aber wenn man dann erstens so verliert wie das erste Spiel, ist es nicht fair. Und dann beim zweiten Spiel, wo dann plötzlich auf einmal gar nichts mehr geht, die Mannschaft kann nicht mehr spielen, du kannst, du hältst davor super mit und auf einmal spielt die Mannschaft Pässe kreuz und quer und du kommst nicht mehr hinterher. Ich meine, bei mir war vorhin jetzt irgendwann Innenverteidiger im Mittelfeld gestanden und Gündogan war der dritte Innenverteidiger praktisch. Da, jetzt da, ohne Probleme kann er den Ball behaupten. Konnte er vorher nicht, ja, ganz anderes Spiel schon wieder. Das Ding ist, wir können auf Legende schon gewinnen, so ist es nicht. Was mich halt einfach nur ärgert, ist die Art und Weise, wie du verlierst. Wenn du sagst, okay, du spielst richtig scheiße, was wir jetzt aber zweimal nicht haben, sondern wir kriegen zweimal mehrere Elfmeter nicht, ja. Ist halt einfach nicht das Gelbe vom Ei, drück mal so aus. De Bruyne. Aubameyang, 1-0. Diesmal ist in 8 Minuten das Tor passiert, aber wir führen wieder. Hier. Tritt man eh hinten in die Fersen? Gar nichts. 0,0. Schau mal drüber hinweg. Das passt schon so. Das ist schon okay so. The fuck it's not. Weil wenn wir das machen, da schau. Direkter Pfiff. Selbe Aktion. Selbe Aktion, was wir machen. Kommen von hinten, machen dasselbe Tackling. Bei uns wird sofort abgepfiffen. Das hat er hier erwartet, dass der Ball durchkommt. Jupp. Der war scheiße. Ronaldo Mani. Geht mir jetzt erstmal wieder Schiedsrichter im Weg und wieso auch nicht. Aubameyang 2-0! Jawoll! Jawoll! Geht doch!
Da schau. Jeder Pass rutscht irgendwo durch. Kommst nicht hin. Machst das perfekte Tackling, bleibst hängen. Okay, das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass wir da durchkommen. De Bruyne gegen Silva. Ach komm, hör mir auf. Hör mir auf. Hör mir auf. Ja. Wo bleibt dann stehen? Ist es auf unserem Fuß, neben unserem Fuß? Ja, beide kommen an den Ball, aber im Endeffekt bleibt er auf unserem Fuß. Ja, er zieht uns sogar weg. Achtung, hier. Einfach mal angucken. Er schubst uns sogar weg. Ja, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Stimmt, ich habe einen Außenverteidiger, gell? Oh, Vidic. Ganz stark von dem Mann hier, Vidic. Huiuiuiui. De Bruyne gegen 2, gegen 3. Stark gemacht von De Bruyne. Mané. Aubameyang. 3-0. LMAA, Alter. Können wir genauso machen wie unser Gegner. Endlich. So, und jetzt müssen wir nur hoffen, dass das Momentum nicht vollkommen gegen uns ist. Ansonsten verlieren wir das noch. Momentum geht jetzt gerade an beim Gegner. Guten Alter. Kommst du. Das ist ein Witz. Habt ihr das Passspiel gerade gesehen? Nach dem 3-0 hast du nicht so ein Passspiel drauf. Bei 3-0 nach 28 Minuten hast du nicht so ein Passspiel drauf. Schau dir das an. Absolut nicht. Absolut nicht hast du da so ein Passspiel drauf. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Und jetzt mal wieder bei dem Thema. Ist es fair? Nein. Wenn du nach 28 Minuten 3-0 hinten bist, wirst du danach nicht so auftrumpfen. Schau dir das an. Sofort am Mann. Sofort der Ball gewinnen. Tür. Ja. Mappé rennt in das Tackling von Vidic rein. Ich weiß hier gar nichts. Alter. Das ist ein Witz. Weiterspielen lassen? Warum weiterspielen lassen? War jetzt irgendwas, was ich nicht gesehen habe, oder? Ja, De Bruyne! Brutale Bude! Kevin De Bruyne! Krasses Ding! Huiuiuiui! Klasse Ball von Aubameyang. De Bruyne setzt sich durch gegen Mondi. Und PAM! Uiuiuiui. Oiski-poiski. Sag ich da nur. 4-1. Ja, davon könnt ihr euch jetzt erstmal erholen, Alter. Wichtig ist, dass wir direkt möglichst noch den 5. Alter. Renn voll. Komm. Nein. Einfach nein. Einfach nein. Stellt euch mal so hin und lasst einen Kumpel von euch so in euch reinlaufen. Ich schwör euch, ihr brecht euch beide Haxen. Aber jeder von euch. Und eure Eltern sagen euch, wer euch eigentlich ins Gehirn gekackt hat, sowas zu machen. Oh, Mané. Nein, Mané. Aubameyang, 5-1.
Mané überläuft einfach Silva, spielt den Ball quer und Aubameyang hält einen Haxen hin. Brutal. Hier ist jetzt genau die Retourkutsche, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben. Schau mal, wie sie auf einmal spielen. Seht ihr das, wie die auf einmal spielen? Da ist nichts mehr von Flair, von Halligalli. Zack, 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 zack. So spielst du eigentlich, wenn du 3-0 hinten bist. Da hast du, wenn du so hoch hinten bist, hast du Angst. Da hast du Schiss in den Beinen. Da ist dir richtig unwohl. Da hast du Angst, dass der nächste Pass gleich der nächste Fehlpass ist. 5 Torschüsse, 5 Tore, das ist brutal. 5 von 5, das ist brutal. Alter. Schauen wir, dass wir weitermachen. Das 6 von 6. Dann auch so ist. Gündogan. Ball geht raus auf Reguilon. Gündogan. Zurück. Jawohl. De Bruyne gegen Silva. Macht De Bruyne gut. De Bruyne. Schade. Bisschen mehr Selbstvertrauen vielleicht. Nee. Der wird auch nicht gehen. Ja, ich sag passen. Er nimmt ihn halt an. Das ist... Wo ist das denn? Oh mein Gott. Oh, das ist ein Witz. Also das ist ein Witz. Das kannst du mir nicht mehr erzählen. Ich treffe den Spieler nicht mal. Ja. Und was habe ich jetzt da genau falsch gemacht? Meines Wissens nichts. Weil er zieht den Ball zwar weg, wir grätschen ins Leere. So. Und spielt uns den Ball aber wieder hin. Und damit spielen wir den Ball zuerst. Und holen uns damit den Ball. Das ist ein faires Tackling. Eine absolut faire Grätsche. Und selbst wenn er weiterläuft, treffen wir zuerst den Ball. Ja, nee, wird abgepfiffen bei FIFA. War ein räudiges, böses, dreckiges Foul, was so auf keinen Fall stehen gelassen werden kann. Absoluter Witz. Absoluter Witz. Vidic ist irgendwie Mittelfeldmotor mittlerweile. Weiß nicht, was der da draußen mal macht. Ist irgendwie auf Ronaldo und abgesehen, also Cristiano Ronaldo, aber in ganz persönlicher Mission. Oh, komm, hör doch auf. Hey, jetzt reicht's dann mit der Scheiße. Brutal. Was pfeift ihr denn, Junge? Ja. Ach so, das ist jetzt... Ach komm, hör mir auf. Hör mir auf. Was war denn das von Silvers letztes Mal, wo ein Schubst... Ach komm. Junge, geh dich bitte, lieber Schiedsrichter, geh dich in irgendeine Ecke vergraben und komm nie wieder raus. Oh, Hart hätte ihn fast gehabt. Alter, räudiger Schiedsrichter. Tut mir leid. Halleluja. Richtig tristes Verhalten. Ja, bei den einen gibt er gar nichts und bei den anderen gibt er alles. Hier, selbe Grätsche, kommt an den Ball, ist nichts. Ja, muss er auch abpfeifen eigentlich. Eigentlich muss er es abpfeifen. Oh, sie sind in 3 Punkten. Ach, das ist nichts. Das ist doch nichts. Jetzt wird's lächerlich. Freunde, jetzt wird's lächerlich. Also entweder du pfeifst einen Stil, dann ist das auch faul, weil Vidic kommt nur von hinten und trifft zu 50% als erstes das Bein vom Gegner. Aber das ist dann nichts. Okay. Dann wissen wir das jetzt auch. Ja, komm, Gündogan. Ihm nachfassen. Gut gemacht. Oh, Mané. Opa, ach, das ist Abseits. Also, über Spiele verglichen. Müsst schon sagen, dass irgendwo lächerlich ist, oder? Das ist Abseits. Ball kommt von Ramos.
Ronaldo letztes Spiel beim Mbappé war nicht im Abseits, oder? Nee, komm, hör auf. Hör auf. Unnütz. Ich bin so geschockt, da bleibt mir die Stimme weg. Entschuldigung, falls ich es vergessen habe rauszuschneiden. Bei 56 Minuten könnte es sein, dass ich nicht mehr ganz weiß, wo es war. Nee, aber das ist echt, geht gar nicht, was der Schiedsrichter hier pfeift. Absolutes No-Go. Wie gesagt, das ist eine Sache, wenn du Scheiße pfeifst, aber wenn du das pfeifst, das ist ey, anderes Level an Unfairness. Yo, das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Ich warte extra, bis hier alle frei sind, sonst gehe ich raus, mach den Roller und in dem Moment, hier, Achtung, dreht sich Van Dijk weg und geht. Das ist doch ein Scherz. Da, bleibt die ganze Schiene, so cool, kann ich rausrollen und genau im letzten Moment dreht er sich weg. Pfeifen sie, will sie mich verarschen gerade. Ja, kommt nicht mehr an, der Pass. Alles klar. Ja, also komm, hör auf. Und jetzt räume ich mich selber weg, oder was? Ey, das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Jawohl. Kein Abseits, 6-3, das sollte die Entscheidung sein jetzt. Heieieiei. War das 6. Torschuss eigentlich? Nein, das 7. Schade. So, 3er Wechsel bei uns. Und dann stellen wir ganz um. Bruno Fernandes, jawoll! Setz noch einen drauf, Junge! 7-3. Wie gesagt, normal machen wir es nicht, aber nachdem es vorhin jetzt wieder so eine ärgerliche Niederlage beim ersten Spiel war und dann das zweite Spiel wieder so ein Dreck war, von der Schiedsrichterleistung, das dritte Spiel war nicht besser, ich muss es direkt wieder abbrechen. Aber jetzt verdient wieder, jetzt gewinnt wenigstens die Mannschaft, die es beim ersten Spiel hätte verdient gehabt. Wenn da die letzten zwei Tore halt nicht gewesen wären, weißt du, diese, ich nenne es mal, ja, ergaunerten Tore. Ich nenne es einfach mal die ergaunerten Tore, weil, wie gesagt, das eine 95. Minute bei 94 Minuten, bei 92 Minuten Nachspielzeit oder plus 2,
ist nicht die feine englische Art. Und das nächste. Oh, mein, lass Salah schießen, Mensch. Und das andere, der Elfmeter, war auch. Puh, ja. Kann man drüber diskutieren, glaube ich. Aber der Elfmeter, wie gesagt, den hätte ich mir noch eingehen lassen. Hätte ich gesagt, okay, das ist halt. Ist halt ärgerlich gelaufen. Mei. Jetzt haut er den rein. 8-3 in der 91. Minute. Junge. Junge, 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 Junge. Alter. Der dritte funktioniert dann von Mané. Das war zweimal Probeschießen. Aber schön auch vorgelegt hier. Kann er schön zurücklegen und dann zack an Pfosten rein. Absolut verdient jetzt am Ende. Aubameyang, Spieler des Spiels. Geht, glaube ich, auch in Ordnung. So. 9 Torschüsse, 8 Tore. Das ist brutal. 1900 Punkte. Jawohl, die kriegen wir dazu. Und dann haben wir 10.000, 11.000, 400, 11.000, 11.000, 11.000, 11.000, 11.000, 709. Genau. Bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V und wir sehen uns dann morgen wieder gegen das Team of the Week. Bis dahin, Tschüssikowski, bleibt gesund. Wir sehen uns.